Hansa Rostock hat einen neuen Vereinsboss. Michael Dahlmann hat heute seine Arbeit als Vorstandsvorsitzender aufgenommen. Er löst Bernd Hofmann ab, der vor einem Monat auf Druck der Fans zurückgetreten war. Mit dem Wirtschaftsjuristen Dahlmann hofft der Verein vor allem, seinen großen Schuldenberg abtragen zu können. Ein Auflauf bei Hansa wie zu Bundesliga-Zeiten. Für einen 35-jährigen Gelsenkirchener. Michael Dahlmann, Wirtschaftsjurist und in der Stadt kein Unbekannter. 2007 bis 2012 gelingt ihm ein steiler Aufstieg unter Bürgermeister Roland Medling. Vom Haushaltsreferenten bis hin zum Beteiligungsmanager der Stadt. Dann ein Jahr weg und jetzt als Vorstandschef. Ja, meine Kontakte sind eigentlich in der gesamten Stadt noch gut, würde ich sagen. Also ich habe zumindest bisher nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe viele Anrufe bekommen. Ja, und ich freue mich eigentlich auch wieder hier zu sein. Vom neuen Mann erhofft sich der Aufsichtsrat Millionen. Er soll Teile des Stadions verkaufen und so 8 Millionen Euro in die Kasse spülen. Hansa hat allein diese Saison 400.000 Euro miese gemacht. Mit einem Teilverkauf wäre man wieder flüssig. Doch wer soll beim Stadion zugreifen? Einziger möglicher Käufer zurzeit ist die Stadt Rostock. Und die müsste Hansas Vorstandsboss erst einmal überzeugen. Das hat bei der Überlegung, was die Einstellung betrifft, eine untergeordnete Rolle gespielt, weil es für uns erstmal wichtig ist, welche Kompetenzen bringt derjenige mit, was kann er, welchen Erfahrungshintergrund hat er. Und wenn er darüber hinaus sicherlich auch noch einen guten Zugang zu der einen oder anderen Person hier in der Stadt hat, dann ist das sicherlich förderlich, gar keine Frage. Nach Recherchen des Nordmagazins sind nicht alle begeistert vom neuen Vorstandschef. Der Vorwurf: Er habe sechsstellige Verluste eingefahren, als er noch bei der Stadt war. Unter anderem durch die Verteilung eines Auftrags ohne Ausschreibung. In der Rostocker Bürgerschaft kennt man den Neuen und die Hansa-Taktik. Ja, in den nächsten zwei Jahren fällt und steht die Entscheidung zu Hansa finanziell. Und die Aufgabe von Herrn Dahlmann ist, im politischen Raum die Mehrheiten dafür zu besorgen, dass die fehlenden Millionen zur Verfügung gestellt werden. Das sehe ich als Aufgabe. Ob das nun eine Beteiligung am Stadion ist oder eine andere Idee, sei dahingestellt. Aber hier geht es darum, den politischen Raum weiter für neue Millionenzuschüsse zu bewegen. Ja, richtig ist, dass Michael Dahlmann sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung kennt, dass er sehr viele Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft kennt. Das alleine ersetzt aber nicht Vertrauen. Ob dem Vorstandsboss der Rostock-Schal hilft beim Gang in die Bürgerschaft, zeigt sich dann nach der Saison, wenn es heißt: Kassensturz bei Hansa.